Servus und hallo, liebe Freunde. Jetzt war es eine ganze Weile hier bei uns auf dem Kanal, relativ still hier auf unserem Messer- und Werkzeugekanal. Das lag daran, dass wir umgezogen sind. Wir sind jetzt hier in unser Haus eingezogen. Wir waren ja vorher bei der Schwiegermutter hier und haben jetzt unser Haus so weit fertig, dass wir drin wohnen können. Das heißt, wir haben jetzt hier den Umzug gemacht. Jetzt sind wir im Haus. Hier kommt das nächste Video. Und zwar geht es heute um die Machete. Ja, liebe Freunde, und weil das so ein Thema ist, die Machete hier, was eigentlich nicht nur auf dem YouTube-Kanal Messer und Werkzeuge passt, sondern eigentlich auch in unseren anderen Kanal passt, Auswandern nach Argentinien, Willkommen in Misiones, Auswandern nach Argentinien, mache ich hier mal eine Crossover-Folge aus diesem Video und packe das in beide Kanäle mit rein. Also ihr bekommt jetzt dann quasi zwei Intros, nicht wundern, viel Spaß beim Anschauen und ab die Post. Ja, liebe Freunde, die Machete ist hier in Südamerika allgegenwärtig. Also jeder hat eigentlich mindestens ein so ein Ding im Haus rumliegen oder im Garten rumliegen. Wird hier quasi immer benutzt von allen Leuten, die hier im Garten arbeiten, in der Plantage arbeiten und so weiter. Also das ist hier ein ganz normaler Gebrauchsgegenstand bei uns in Argentinien und in den anderen Teilen von Südamerika sicherlich auch. Das ist nichts Ungewöhnliches, wenn man damit jemand auf der Straße rumlaufen sieht. Also ich habe schon gesehen in der Stadt hier bei uns, dass die Arbeiter, wenn die zurückgekommen sind von der Feldarbeit, mit so einem Teil hier unterm Arm ganz normal durch die Stadt spazieren. Ich selber habe schon ein paar von den Dingern in Paraguay gekauft und dann sind wir ganz normal mit den Dingern über die Grenze rüber und dann anschließend noch 2 Stunden mit dem Bus gefahren. Alles hier mit diesem Machete hier unterm Arm ist hier in Südamerika also überhaupt kein Thema. Also nicht so wie bei euch in Deutschland mit den strengen Waffengesetzen, Paragraph 42a, sage ich jetzt mal nur, wo die Klingenlänge auf 12 cm begrenzt ist, um das in der Öffentlichkeit führen zu dürfen. Das gibt es hier bei uns nicht. Also diese Machete hier oder ich sag mal verschiedene Ausführungen von den Dingern hier gibt es bei uns in Hülle und Fülle zu kaufen. Also in jedem Baumarkt gibt es die in verschiedenen Größen, Farben und Formen zu kaufen. Und ich zeige euch heute mal ein paar von denen, die ich hier habe. Und zwar habe ich mir jetzt hier nochmal extra eine zugelegt, die unbenutzt ist. Das ist von der Marke Conetta. Die kommt also aus Solingen. Und zwar sind das die Gebrüder Weiersberg aus Solingen, die diese Machete herstellen. Die gibt es hier überall zu kaufen. Das ist, wie gesagt, eine von den gängigsten. Die ist so immer so rotbraun lackiert, also sieht aus wie so eine Rostschutzfarbe, ist auch eine Rostschutzfarbe. Weil die Dinger sind ja, die Machete ist nicht rostfrei, wenn man die Farbe runterkratzt und die ins Wasser oder die, wenn die nass wird, dann rostet die am nächsten Tag. Also es ist kein rostfreier Stahl, dieses Material hier. Wie gesagt, die hier ist von der Marke Conetta, gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Ich habe jetzt hier die Nummer 31A, ist das hier, das ist eine relativ lange Variante und wie gesagt, die ist hier von der Marke Conetta. Ich halte euch das mal ins Bild rein. Das seht ihr hier, das Logo mit dieser Trompete. Und wie gesagt, die hier ist noch neu, unbenutzt. Extra jetzt hier für das Video nochmal für euch rausgekramt. Und die lege ich jetzt mal beiseite. Also das war wie gesagt die eine. Die lege ich jetzt mal beiseite und dann geht es weiter mit den nächsten Varianten, die ich hier habe. Aber bevor ich jetzt die ganzen Machete hier alle rauskrame und euch hier ins Bild halte, wollte ich noch sagen, die sind von der Klingenstärke her alle identisch. Also ich habe die nachgemessen, die sind alle 2 mm nur. Also die Machete ist relativ dünn. Der Stahl hier, der biegt sich auch, wie man gut sehen kann. Wie gesagt, das ist relativ dünn, das Material. Das macht doch Sinn, weil ich sag mal, in der Größe, wenn das jetzt 5 mm Klingenstärke hätte oder so, dann wäre das Ding so schwer, dass das kein ermüdungsfreies Arbeiten damit möglich wäre. Also das heißt, es ist berechtigt, dass die Stärke hier nur 2 mm ist. Das Ding ist ja auch nicht dazu gedacht, um einen Baum zu fällen, sondern um Gras oder Büsche zu schneiden. Ja? Also wie gesagt, hier Marke Conetta. Die hat übrigens eine Klingenlänge von 55 cm, habe ich eben noch nachgemessen. Klingestärke 2 mm, was das für ein Stahl ist, kann ich euch leider nicht sagen. Die gibt es hier, wie gesagt, in jeder Ecke zu kaufen. Dann kommen wir gleich zu der zweiten Machete.
gleiche Marke, Conetta. Das Logo hat sich inzwischen geändert hier, wie man sieht. Die ist etwas neuer. Die haben das Logo geändert. Sieht ein bisschen anders aus. Seht ihr den Unterschied? Oben ist das alte Logo, unten ist das neue Logo. Die hier ist ebenfalls von Conetta. Das ist die kleinste, die es gibt. Die hat sich meine Frau gekauft, weil die da bei uns in der Plantage immer wieder mal kleine Stöcke anschnitzen muss, um die Erbsen und die Bohnenranken zu stützen. Die steckt sie dann in die Erde und macht da die Pflanzen dran fest. Und um diese Stöcke anzuspitzen, hat sie sich diese kleine hier zugelegt. Wie gesagt, das ist auch von Conetta aus Solingen, von den Gebrüdern Weiersberg. Ich muss noch dazu sagen, diese Dinger hier sind zwar aus Solingen, aber ironischerweise gibt es die in Deutschland selber nicht zu kaufen. Also ich habe schon geguckt im Internet und überall. Also diese Marke Conetta werdet ihr in Deutschland wahrscheinlich nicht finden oder nur sehr schwierig finden. Ja? Also hier in Südamerika gang und gäbe, überall an jeder Ecke. Dann habe ich hier auch eine Conetta, aber das ist eine modifizierte Version von mir. Und zwar habe ich die hier. Halt euch die andere noch mal ins Bild. Die untere hier, die sah vorher genauso aus wie die obere. Ich habe die hier am Griff mit einem Paracord versehen und vorne die Spitze hier abgeschnitten mit einem Winkelschleifer, allerdings immer wieder gekühlt, also immer wieder einen kleinen Schnitt gemacht, gekühlt, kleinen Schnitt gemacht, gekühlt. Und dann habe ich hier diese Tantu-Klinge rausgeschliffen und dann anschließend noch die Klinge schwarz-matt lackiert. Und das sieht jetzt so ein bisschen taktisch aus, das Ding. Aber die sah, wie gesagt, vorher genauso aus wie die hier. Und jetzt habe ich so eine taktische Tantu-Machete. Die sieht so ein bisschen gefährlicher aus mit dieser Spitze hier vorne. Aber es ist im Prinzip genau die gleiche wie die andere. Was ich noch sagen muss, diese Form hier von der Machete hier vorne, diese abgerundete Form, das ist die Latino-Machete. Also so nennt sich diese Art von Machete. Das ist die Latin-Machete. Das ist hier die gängigste Form. Die sieht so aus. Dann habe ich hier für euch ebenfalls von der Firma Conetta. Das ist was ganz anderes hier. Und zwar ist das eine sogenannte, von der Form her eine sogenannte Panga-Machete. Ihr seht schon, die ist vorne viel breiter als die. Ich habe da mal so ein bisschen recherchiert. Diese Panga-Machete ist eigentlich für Südamerika gar nicht üblich. Das ist eigentlich eine Form, die in Afrika entwickelt worden ist oder die in Afrika gängig ist. Aber die Machete hier habe ich auch in Paraguay gekauft. Also die gibt es hier auch. Aber wie gesagt, das ist nicht die übliche Latino-Machete hier, also die übliche Form. Ihr seht schon, dass die Klinge hier vorne sehr hoch ist. Das bedeutet, die ist relativ schwer vorne, sehr kopflastig. Also diese Machete hier wäre eher dazu geeignet, um dickere Äste durchzutrennen, weil die halt ein bisschen kopflastiger ist. Klingenstärke ist auch nur 2 mm, aber wie gesagt, durch die Höhe hier vorne ist die deutlich kopflastiger als die andere. Die hier war schon schwarz, die habe ich nicht modifiziert. Ich habe da bloß hinten dieses Band hingemacht. War schon schwarz lackiert mit dem Holzgriff, genauso wie sie hier ist. Wie gesagt, die in Paraguay gekauft. Das ist die Panga-Machete. Dann habe ich hier eine knallrote Machete von der Firma Belotta. Die kommt aus Kolumbien übrigens. Das ist eine Marke aus Kolumbien. Die gibt es hier auch teilweise in Argentinien zu kaufen. Dieses Exemplar hier haben wir in Paraguay gekauft. Die gehört auch meiner Frau. Die hat die Farbe so gut gefallen, also weil die so schön so knallrot ist. Ich halte euch mal kurz hier das Logo ins Bild. Da seht ihr die Marke Belotta. Diese Machete, wie gesagt, ist aus Kolumbien. Hier auf der Seite steht es nochmal, auf der Klinge ist es mit drin. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da irgendwo steht Belotta mit drauf. Und wie gesagt, auch 2 mm Klingenstärke. Die Länge muss ich jetzt mal schnell schauen. Moment. Klingenlänge ist hier 46 cm. Wie gesagt, die hier in Paraguay gekauft, gibt es hier bei uns aber auch, habe ich auch schon gesehen, hier in Argentinien und die gehört meiner Frau Belotta. So, dann kommen wir hier zu dem Hardcore-User von der Firma Incolma. Hardcore-User, das sieht man schon, weil die schon ein bisschen vergammelt aussieht und ich habe sie jetzt schon sauber gemacht, also die war richtig voll Dreck.
Die ist von der Firma, wie gesagt, von der Firma Incolma, auch aus Kolumbien. Das ist, ich sag mal, auch eine Machete, die hier bei uns gängig ist. Also neben die Conetta, diese braune, ist das hier, ich sag mal, die zweitgängigste, die man so zu kaufen bekommt. Die hat einen vernieteten Kunststoffgriff. Und ich habe mir von der hier schon eine größere auch gekauft, habe hinten die Nieten ausgebohrt und habe da einen langen Holzgriff dran gemacht. Auch die Klinge schwarz lackiert und die zeige ich euch jetzt. Also wie gesagt, das hier ist Incolma aus Kolumbien, eine Machete. Das war die Incolma und jetzt kommt die modifizierte Incolma. Hier habe ich sogar in einer schönen Lederscheide. Die Machete, wenn ihr hier kauft, sind immer ohne Scheide. Also ihr kauft die Machete einfach so. Diese Scheide hier, wie diese hier zum Beispiel, die gibt es in verschiedenen Längen einzeln zu kaufen. Und die ist jetzt halt passend zu der hier. Wie gesagt, das war auch eine Incolma. Ich glaube nicht, dass man das mit dem Licht sehen kann, aber da steht es noch irgendwo drauf. Wie gesagt, Klinge hier auch schwarz lackiert, matt schwarz lackiert. Und ich habe hier diesen langen Stiel, ich glaube, das war vorher ein Axtenstiel, den habe ich hier so geschliffen, dass das passt. Und das ist jetzt quasi so, kann man zweihändig die Machete benutzen. Und hat einen längeren Hebel, also das Ding ist insgesamt länger. Und hier habe ich da, wo vorher die Nieten waren, habe ich so Aluminiumstifte mit eingeklebt. Also ich habe da einen Schlitz hier reingeschnitten in das Holz mit der Säge, dass die Klinge genau reinpasst. Habe die Löcher genau an der Position gebohrt, wo sie in der Klinge drin sind. Die Klinge mit Epoxidharz mit zwei Komponentenkleber in das Holz rein und dann diese Aluminiumnieten noch eingeklebt. Also das ist Bombe, bombenfest hier, das geht nicht mehr auseinander. Wie gesagt, das ist hier eine modifizierte Incolma Machete, schwarz lackiert. Die Klingenform ist noch ursprünglich, ist nicht verändert worden, schwarz lackiert mit einem langen Holzstiel. Und das hier ist, wie gesagt, diese Lederscheide, die man hier im Baumarkt zu kaufen bekommt. Die gibt es in verschiedenen Längen für die verschiedenen Macheten und so schaut es aus. Diese Conetta-Macheten, die braunen hier, die sind alle hier in Argentinien gekauft. Die Panga-Machete und die rote hier von meiner Frau, die haben wir in Paraguay gekauft und da zahlt man so umgerechnet etwa 7 Euro für so eine Machete. Also es ist eigentlich nichts. Deswegen ist das hier, ich sag mal, für mich so reizvoll, davon mehrere zu haben, oder deswegen ist das kein Problem, davon mehrere zu kaufen, weil die halt nicht die Welt kosten. Wie gesagt, hier, das war nicht viel Unterschied. Ich glaube, 7 oder 8 Euro jedes Exemplar. Hier in Argentinien sind sie ein bisschen teurer, ein paar Euro mehr, aber ich sag mal auch nicht über 10 Euro, glaube ich, das Stück. Und wenn ihr dann noch so eine Scheide kauft, ich glaube, die Lederscheide hier habe ich, glaube ich, umgerechnet, hat die, glaube ich, 5 Euro gekostet oder sowas. Also das ist alles nicht die Welt. In der Überschrift hier vom Video, da habe ich euch noch diese Astgabel hier gezeigt und da steht drin, was hat es mit dieser Astgabel auf sich? Und das zeige ich euch jetzt. Seht ihr hier das Gestrüpp so, da zieht man mit der Astgabel hier so beiseite ein bisschen. Das ist der Hintergrund, wofür man diese Astgabel hier benutzt. Das hier sind zum Beispiel so hartnäckige Pflanzen, die wachsen auch immer wieder mal bei uns im Grundstück zwischen dem Gras und die machen diese Nylonschnur von der Motorsense kaputt. Das heißt, die muss man sowieso immer mit der Machete vorher rausmachen. Schaut mal hier das an. Die Leute hier binden die zusammen, also mehrere von denen, und machen die an einem Stock mit dran. Und benutzen das dann als Besen. Also das ist sehr hartnäckiges Zeug, diese Pflanze. Und hier, das ist in dem Gestrüpp hier, da können halt auch hier teilweise Schlangen drin sein. Ich meine, die hauen normalerweise ab, wenn man einen Krach macht oder so. Also die sind nicht angriffslustig, die sind meistens defensiv. Aber wie gesagt, man muss da vorsichtig sein. Deswegen benutzt man hier diese Astgabel.
wenn man da das Grünzeug unten am Boden entlang abschneidet. Jetzt wisst ihr, was es mit dieser Astgabel hier auf sich hat. Das ist so ein Insider hier aus Argentinien oder aus Paraguay, oder vielleicht macht man das in anderen Ländern in Südamerika auch. Also wie gesagt, um das Gras beiseite zu ziehen und um, ich sag mal, nicht mit der Hand ins Gras greifen zu müssen, weil da könnte ja dann unter Umständen auch eine Schlange drin sein. Ja, wenn man mit der Machete arbeitet den ganzen Tag, dann kommt es vor, dass man die öfters am Tag nachschleifen muss, weil man hackt ja dann, ich sag mal, unwillkürlich immer wieder mal in die Erde rein oder kommt auf einen Stein und dann ist die relativ schnell wieder stumpf. Und da macht man hier keinen großen Zirkus, um die Machete wieder nachzuschleifen, weil das halt, wie gesagt, ein ganz normaler Gebrauchsgegenstand ist. Macht man das hier mit dem Winkelschleifer. Also ich mache das hier mit dem Winkelschleifer. Winkelschleifer sagt man hier bei uns Amoladora dazu, und das hier ist eine Lamellenscheibe, die heißt Disco Flap. Also ich lege den Winkelschleifer auf den Boden, lasse den mit eingeschaltetem Schalter laufen und ziehe dann einfach die Machete von beiden Seiten über die rotierende Schleifscheibe drüber. Ich mache ja immer hier Werbung, ich sag mal, ich packe die Produktlinks überwiegend von, also meistens von Amazon, in die Videobeschreibung mit rein, wo ihr die Sachen kaufen könnt. Jetzt ist es aber ja so, dass diese Marken, die ich euch hier gezeigt habe, in Colma, Conetta und so weiter, dass die, ich sag mal, auf dem deutschen Markt gar nicht so erhältlich sind. Aber ich habe ein bisschen nachgeforscht und gesucht und habe ein paar sehr schöne Exemplare gefunden von Tramontina. Also das sind, das ist eine Marke aus Brasilien, das sind auch so, ich sag mal, ganz klassische Latino-Machete, so wie diese hier, allerdings meistens in Silber unlackiert, und manchmal ist auch sogar eine Scheide mit dabei. Da habe ich euch ein paar Exemplare rausgesucht bei Amazon, die habe ich hier unten in der Videobeschreibung verlinkt, die könnt ihr euch anschauen. Wenn ihr jetzt auf dem Machete-Fieber aufgesprungen seid oder Lust habt auf sowas, dann könnt ihr da gerne mal reinschauen. Nur so am Rande noch, falls ihr jetzt sagt, um Gottes Willen, in Deutschland darf ich sowas überhaupt haben. Natürlich, also eine Machete ist kein verbotener Gegenstand. Ihr dürft mit den Dingern nicht in der Öffentlichkeit rumlaufen, also in der Stadt jetzt mit so einem Ding unterm Arm rumlaufen, da habt ihr gleich das SEK am Hals. Aber ich sag mal, ihr dürft die besitzen in eurem Haus, auf eurem Grundstück. Ihr dürft auch im Garten damit arbeiten. Das ist überhaupt kein Thema. Ihr dürft halt nur nicht in der Öffentlichkeit damit durch die Gegend laufen und rumfuchteln. Das unterliegt dem Waffengesetz. Das ist eine feststehende Klinge. Die darf nicht länger wie 12 cm sein, um sie führen zu dürfen. Und das ist natürlich bei einer Machete hier überhaupt nicht der Fall. Die ist ja viel, viel länger als 12 cm. Also das unterscheidet sich nicht von dem normalen Messer mit dieser 12 cm Regelung. Ihr dürft es haben, ihr dürft es besitzen, ihr dürft es nicht in der Öffentlichkeit mit euch führen. Also ihr könnt die bei Amazon kaufen, die Machete. Ihr könnt die auch im nächsten Army Shop oder keine Ahnung, wo man sie so zu kaufen kriegt, könnt ihr sie euch kaufen. Und wenn ihr den Kassenbeleg dabei habt und die im Auto, im Kofferraum nach Hause transportiert und ihr kommt in eine Kontrolle, passiert euch mit Sicherheit nichts, wenn ihr sagt, ihr habt die gerade erst gekauft. Also ihr müsst das Ding ja irgendwie nach Hause bringen. Also das ist, da wird kein Polizist wahrscheinlich irgendwie euch einen Strick draus drehen. Also ich sehe da keine Bedenken. Also wie gesagt, ihr dürft das kaufen, besitzen, haben, im eigenen Grundstück oder im eigenen Garten benutzen, damit arbeiten. Kein Problem, also lasst euch da nicht irritieren, ihr dürft das kaufen. So, das war es jetzt mal wieder an dieser Stelle, liebe Freunde. Das war hier das Video über die Machete oder über mehrere Macheten, was ich hier so angesammelt habe mit der Zeit. Ich hoffe, es war interessant für euch. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Viele Grüße aus Misiones in Argentinien. Macht's gut. Ciao, ciao.